Musik, sie bereichert unser Leben. Sie ist Teil unserer Kultur. Aber wo finden Komponisten ihre einzigartige Inspiration? Tief in ihrem Inneren natürlich. Aber auch die Orte, an denen sie geboren wurden, wo sie lebten und wirkten, beeinflussen ihre Musik. Wir begeben uns auf Spurensuche und lernen die Komponisten als Menschen kennen, deren Musik uns noch immer bewegt. In dieser Reihe begegnen wir 6 großen Komponisten an ihren Wirkungsstätten und kommen ihnen und ihrem Werk auf eine besondere Weise nahe. In der Welt der klassischen Musik gibt es eine ganz besondere Familie, in der musikalisches Talent von Generation zu Generation weitergegeben wird. Mehr als 300 Jahre lang, vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, steht der Name Bach für Musik. Genauer, Kirchenmusik. Bekannt sind mindestens 77 musisch begabte Bachs. Und einer von ihnen ist der vielleicht am meisten bewunderte Musiker aller Zeiten, Johann Sebastian Bach. Er gilt als Vater der klassischen Musik. Historisch gesehen stammt er aus der Barockzeit. Aber er ist derjenige, der die strenge Musik des Barock in die Epoche der Klassik überführt. Und die jüngeren Komponisten bewundern ihn. Mozart und Beethoven zum Beispiel. Wie hätte sich die Musik wohl ohne Bach entwickelt? Der Stammbaum der Bachs reicht weit in die Vergangenheit zurück. Erfurt ist dabei der Schlüssel zu unserer Geschichte. Bachs Familie ist eng mit der Stadt verbunden, ebenso wie Martin Luther. Johann Sebastian Bach wird Zeit seines Lebens unter dem Einfluss des Reformators stehen. Die Kaufmannskirche in Erfurt war ursprünglich ein romanischer Bau, der nach einem Brand im Stil der Gotik wiedererrichtet wurde. Seit 1521 ist die Kirche evangelisch-lutherisch. Martin Luther hält hier am 22. Oktober 1522 eine Predigt. Seine große Statue neben der Kirche erinnert an das Ereignis. Johann Sebastian Bachs Eltern, Johann Ambrosius und Elisabeth Lämmerhirt, werden beide in der Kaufmannskirche getauft und heiraten hier im Jahr 1668. Sie ist die Hauskirche der Familie Bach. Registriert sind 73 Taufen, 19 Hochzeiten und 60 Beerdigungen, die alle mit der Familie Bach in Erfurt in Verbindung stehen. Das Wohnhaus der Eltern von Johann Sebastian Bach findet man auch heute im Herzen der Altstadt. Bis 1671 lebte die Familie dort. Auf der Krämerbrücke steht das Haus zum Schwarzen Ross. Hier wohnte Johann Bach, der Bruder von Johann Sebastians Großvater. Johann kommt als erster der Familie 1635 nach Erfurt und begründet die Tradition der Bachs als Stadtmusiker. Im prachtvollen Dom wird Martin Luther 1507 zum Priester geweiht. Er beginnt sein Theologiestudium an der Universität. Im nahegelegenen Augustinerkloster hatte er ein Jahr zuvor das Mönchsgelübde abgelegt. Lange Zeit spielt auch die Stadt Eisenach eine wichtige Rolle für die Familie Bach.
Hier in Eisenach hatte Martin Luther das Neue Testament ins Deutsche übersetzt. Die Geschichte der Stadt reicht bis ins Mittelalter zurück. Weit über ihr thront die Wartburg, deren Ursprünge bis ins 11. Jahrhundert zurückreichen. Für Opernfans ist sie untrennbar mit Richard Wagner verbunden. Große Teile der Handlung seiner Oper Tannhäuser sind hier angesiedelt. Heute ist der Festsaal Höhepunkt eines jeden Schlossbesuchs. Häufig finden hier Tannhäuseraufführungen und Konzerte statt. Ein Teil der Wartburg wurde in den originalen Stil der Romanik zurückversetzt. Der Saal aber zeigt die Kunst der Präraffaeliten und damit den Blick des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts auf die Epoche des Mittelalters. Er beeinflusste auch die Gestaltung von Schloss Neuschwanstein in Bayern. Johann Sebastian Bach wird 1685 in Eisenach geboren. Sein Vater Johann Ambrosius Bach ist hier Kapellmeister. Auch wenn von ihm keine Musikstücke mehr bekannt sind, besteht kein Zweifel daran, dass der Junge in einem Haus voller Musik aufwächst. Sie sind eine stolze Sippe, die Bachs, erfolgreich und selbstbewusst. Doch als Johann Sebastian 10 Jahre alt ist, sind seine Eltern bereits verstorben. Er kommt in die Obhut seines älteren Bruders Johann Christoph, der als Organist in der nahegelegenen Kleinstadt Ohrdruf arbeitet. Bei ihm genießt er eine erstklassige musikalische Ausbildung und entwickelt sich zu einem virtuosen Orgelspieler. Für den Rest seines Lebens wird Johann Sebastian Bach als einer der besten Organisten in ganz Europa bekannt sein. Um 1700 ist Johann Christophs eigene Familie so gewachsen, dass er seinen 15-jährigen Bruder nicht mehr unterbringen kann. Also zieht Johann Sebastian erneut um, diesmal in Richtung Norden, nach Lüneburg. Durch familiäre Verbindungen bekommt er einen Platz im Kirchenchor der Stadt und kann die angeschlossene Schule besuchen. Auf dem Stundenplan stehen tägliches Musizieren, Latein, Griechisch, Literatur, Arithmetik, Geschichte und insbesondere die Theologie Martin Luthers. Der Name Bach und der lutherische Glaube sind untrennbar miteinander verbunden. Obwohl Johann Sebastian in geistlicher und weltlicher Musik zu Hause ist, versteht er sich in erster Linie als Kirchenmusiker. In der Georgenkirche in Eisenach wird Johann Sebastian in diesem Taufbecken am 23. März 1685 getauft. Er bekommt Orgelunterricht von seinem berühmten Onkel Johann Christoph, der hier in der Kirche Organist ist. Das Bach-Museum in Eisenach. Das historische Gebäude stammt aus dem 15. Jahrhundert und gilt lange Zeit fälschlicherweise als Johann Sebastians Geburtshaus. Doch obwohl einige seiner zahlreichen Verwandten darin wohnten, spricht vieles dafür, dass Johann Ambrosius und seine Familie anderswo in der Stadt leben. In den letzten Jahren wurde das Museum erweitert. Der Komplex rund um das historische Bachhaus beherbergt heute eine außergewöhnliche Sammlung barocker Instrumente, eine Bibliothek sowie Exponate zu Bachs Familie und seinem Werk. Auch Luther stammt aus dieser Gegend. Die Forderungen des noch unbekannten Mönchs nach einer grundlegenden Erneuerung der katholischen Kirche entwickelt sich Anfang des 16. Jahrhunderts zu einer Revolte gegen Rom. Die protestantische Reformation hat ihre Wurzeln in Norddeutschland. Hier ist das Luthertum weit mehr als nur vorherrschende Religion. Es prägt jeden Aspekt des Lebens. Und im Gegensatz zu strengeren Formen des protestantischen Glaubens, wie dem Calvinismus, gehört die Musik für Luthers Anhänger zum täglichen Leben dazu. In der Kirche, in der Schule und zu Hause.
Für Luther ist Musik ein göttliches Geschenk. Einfache Choräle, viele sogar von ihm selbst geschrieben, prägen das lutherische Leben ebenso wie das Leben von Johann Sebastian Bach. Neben ihrem tiefen Glauben verbindet die beiden Männer auch eine weltliche Institution in Eisenach. Mit 16 Jahren geht Luther hier auf dieselbe Schule. Er beschreibt sie als Hölle, die später Bach besuchen wird. Auf dem Höhepunkt seines Konflikts mit der katholischen Kirche findet Luther Zuflucht auf der Wartburg. Dort übersetzt er in nur 10 Wochen das Neue Testament vom Griechischen ins Deutsche. In ein allgemein verständliches Deutsch, das sich gegen die regionalen Dialekte durchsetzen wird. Auch Bach verwendet dieses zukunftsweisende Lutherdeutsch in seinen intonierten Bibeltexten. Jahre später predigt Luther in der Leipziger Thomaskirche, jenem Gebäude, das heute wie kein zweites mit Johann Sebastian Bach in Verbindung gebracht wird. Nach seiner Schulzeit arbeitet Bach für kurze Zeit als einfacher Lakai in Weimar. Ein wenig glamouröser Posten, aber in dieser Stadt wird er schon bald berufliche Erfolge feiern. Zunächst jedoch sichert er sich eine erste kirchliche Anstellung in Arnstadt, unweit seiner Geburtsstadt Eisenach. Arnstadt blickt auf eine lange Stadtgeschichte zurück, die bis ins 8. Jahrhundert reicht. Heute leben etwa 30.000 Einwohner in der thüringischen Kleinstadt. Ihr ganzer Stolz ist die Verbindung zu Johann Sebastian Bach, insbesondere zu seiner Orgelmusik. Schloss Neideck in Arnstadt ist heute eine Ruine. Hier soll ein Urahn der Familie Bach hoch oben im Turm gelebt haben. Zu Füßen der Ruinen geben Architekturmodelle einen Eindruck von der historischen Stadt. Gegenüber im Schlossmuseum ist ein Raum im Obergeschoss Bach und seiner Zeit in Arnstadt gewidmet. Erhalten ist die originale Orgelklaviatur mit Fußpedalen, auf der Bach hier in der Stadt spielt. Verschiedene Tastaturen zeigen die Entwicklung der Orgeln zu seiner Zeit. Ebenfalls ausgestellt ist Bachs Arbeitsvertrag aus Arnstadt. Interessanterweise ist er nur für 10 Stunden pro Woche beschäftigt, sodass ihm viel Zeit zum Komponieren bleibt. 4 Jahre verbringt er hier, von 1703 bis 1707. Die Anforderungen an den jungen Bach als Organist der Arnstädter Bonifatiuskirche sind relativ gering. Der Chor vermag nur einfache Choräle zu singen, sodass Bach keine aufwendigen Kantaten schreiben muss. Die Kirche hat aber eine nagelneue Orgel und so nutzt Bach die Zeit, um an seinem Orgelspiel zu arbeiten. Viele seiner frühen Orgelwerke sind hier entstanden. Dem jungen Musiker eilt sein Ruf voraus. Aus Weimar lässt man ihn mit einer Pferdekutsche abholen, um die neue Orgel zu testen. Eine damals noch nie dagewesene Starbehandlung. Laut Vertrag muss Bach in Arnstadt keine Perücke tragen. Wie die Statue auf dem Marktplatz könnte er zu der Zeit vielleicht ausgesehen haben. Es gibt keine Porträts von ihm aus jungen Jahren. Bach lebt für seine Orgelmusik. Er begeistert sich für den großen Orgelmeister Dieterich Buxtehude, der damals um die 70 Jahre alt ist und im 400 Kilometer entfernten Lübeck lebt. Buxtehudes Konzerte sind legendär. 1705 erhält der 20-jährige Bach 4 Wochen Urlaub, um den Meister hören zu können. Er legt die 400 Kilometer zu Fuß zurück und bleibt 3 Monate lang. Sehr zum Ärger seiner Arbeitgeber in Arnstadt. Buxtehudes brillante Technik, seine Kompositionen und Improvisationskunst inspirieren den jungen Bewunderer.
Bachs Lebensmittelpunkt in Arnstadt ist die Kirche des heiligen Bonifatius. Geweiht dem englischen Heiligen, der im 8. Jahrhundert den christlichen Glauben in der Region verbreitete. Die alte Kirche war 1581 niedergebrannt. Knapp 100 Jahre später wird die neue Kirche gebaut. Hier arbeitet Bach. Im Jahr 1935 wird die Kirche in Johann Sebastian Bach Kirche umbenannt. Die von Johann Friedrich Wender erbaute Orgel ist noch ganz neu, als Bach in sein Amt berufen wird. Der gerade erst 18-Jährige soll ein Gutachten über das Instrument erstellen. Eine Aufgabe, die man ihm später immer wieder übertragen wird. Hat sie denn eine große Lunge? Fragt er den irritierten Orgelbauer. Ja, das hat sie. Bach ist begeistert. Bereits jetzt verlässt man sich, nicht nur in Arnstadt, auf sein fachmännisches Urteil. Die Orgel wird in späteren Jahren vergrößert und renoviert. Aber sie bleibt eine Erinnerung an Bachs Verbindung zu St. Bonifatius in Arnstadt. Nicht nur sein langer Aufenthalt in Lübeck hat seine Arbeitgeber in Arnstadt erbost. Bach ist ein junger Mann mit aufbrausendem Temperament, ungeduldig mit Menschen, die er für inkompetent hält. Einmal beleidigt er einen Fagottisten so heftig, dass es zu einer Straßenschlägerei kommt. Die Behörden beklagen auch Bachs unzureichende Ausübung der kirchlichen Pflichten. Seine musikalische Begleitung wird so komplex, dass die Gemeinde an ihre gesanglichen Grenzen stößt. Und er weigert sich weiterhin, Kantaten zu schreiben, da der Chor seiner Meinung nach der Aufgabe nicht gewachsen ist. In der Kirche scheint es mehrfach zu Prügeleien zwischen ihm und seinen Gesangsschülern zu kommen. Im Jahre 1707 schließlich zieht Bach 80 Kilometer weiter ins thüringische Mühlhausen. Er bekommt eine Anstellung als Kapellmeister der St. Blasius-Kirche. Mühlhausen kann, wie Arnstadt, auf eine fast tausendjährige Geschichte zurückblicken. Die alte Stadtmauer steht noch immer und umgibt die Altstadt auf fast 3 Kilometer Länge. Neben dem Stadttor bietet der markante Rabenturm einen eindrucksvollen Blick über die Stadt mit ihren vielen Kirchtürmen und alten Häusern. Es existieren noch 11 mittelalterliche Kirchen in Mühlhausen. Die Altstadt ist im Zweiten Weltkrieg fast unbeschadet geblieben. Die Kirche, in der Bach arbeitete, ist heute unter dem lateinischen Namen Divi Blasii bekannt. Ein imposantes gotisches Bauwerk, Heimat der evangelisch-lutherischen Glaubensgemeinde. An den großen Reformator Luther erinnert eine Statue im Inneren. Die Orgel wurde 1959 gebaut, nach Bachs Anleitungen für die Orgelbauer seiner Zeit. Auf dem großen Kirchplatz steht vor dem Westportal eine zeitgenössische Statue des jungen Bach. Sie lockt Gläubige und Besucher in das Innere der Kirche. Nicht nur bei Konzerten, auch im Gottesdienst werden in Divi Blasii regelmäßig Bachs Werke aufgeführt. Wie hier seine Kantate »Gelobet sei der Herr«.
Auch die Marienkirche in Mühlhausen hat eine Verbindung zu Bach. Seine Kantate »Gott ist mein König« wird hier im Februar 1708 uraufgeführt. 1735 besucht er die Kirche, als sein Sohn Johann Gottfried Bernhard Bach zum Organisten ernannt wird. Heute ist die Kirche ein Museum mit einer ständigen Ausstellung über den Reformator Thomas Müntzer. Das Rathaus aus dem 13. Jahrhundert befindet sich in der Mitte der Altstadt zwischen den beiden großen Gotteshäusern, Marienkirche und Divi Blasi. Hier in der Kanzlei unterzeichnet Johann Sebastian Bach seinen neuen Arbeitsvertrag. Das Stadtarchiv im Gewölbekeller des Rathauses beherbergt Schriftstücke aus dem 12. bis 18. Jahrhundert. Darunter auch bedeutsame Dokumente aus Bachs Zeit in Mühlhausen. In seinem Brief an den Orgelbauer von Divi Blasi gibt er klare Anweisungen bezüglich Konstruktion und Klang der neuen Orgel. Auch Bachs Kündigungsschreiben an die Stadt liegt hier. Er wird nicht lange in Mühlhausen bleiben. Ein Archiv voll von historischen Schätzen der ehemaligen deutschen Reichsstadt. Als Bach Arnstadt den Rücken kehrte, um nach Mühlhausen zu ziehen, hatte man ihm dort wegen all seiner überzogenen Ansprüche keine Träne nachgeweint. Die Blasiuskirche in Mühlhausen ist zwar auch keine musikalische Hochburg, aber immerhin findet er hier einen Chor, der seiner Meinung nach auch singen kann. Seine beliebte Osterkantate »Christ lag in Todesbanden«, komponiert für wenige Stimmen und Streicher, stammt aus seiner Zeit in Mühlhausen. Südöstlich von Mühlhausen liegt Dornheim, ein kleiner Ort mit weniger als 1000 Einwohnern. Während seiner Amtszeit in Mühlhausen heiratet Bach hier am 17. Oktober 1707 seine Cousine zweiten Grades, Maria Barbara Bach. Man fragt sich, warum die Hochzeit gerade in Dornheim stattfindet. Der Ort ist nur wenige Kilometer von Arnstadt entfernt, also gibt es sicherlich familiäre Gründe für die Wahl. Vielleicht spielte auch Bachs Freundschaft mit dem Pfarrer der Dornheimer Kirche, St. Bartholomäi, eine Rolle. Umgrenzt von alten Mauern betritt man die Kirche durch einen steinernen Torbogen. Die Gemeinde ist stolz auf ihre Verbindung zu dem großen Komponisten und die Kirche nach wie vor äußerst beliebt für Hochzeiten. Das Paar muss schon bald wieder umziehen. Nach nur einem Jahr in Mühlhausen wird Bach eine Festanstellung am Hofe des Herzogs von Weimar angeboten. Die Kirchenbehörden der Stadt lassen ihn widerwillig ziehen. Viel ist seit Bachs erstem Aufenthalt in Weimar geschehen. Er ist jetzt Anfang 20, gilt aber bereits als einer der Besten an seinem Instrument. 9 Jahre lang wird er als Hoforganist und Konzertmeister in der Stadt bleiben. Während dieser Zeit bekommen Bach und seine Frau 6 Kinder, von denen jedoch die 1713 geborenen Zwillinge kurz nach der Geburt sterben. Heute hat Weimar rund 70.000 Einwohner. Viele große Namen der Musikgeschichte sind mit der Stadt verbunden, darunter Liszt, Wagner und Richard Strauss, der hier einige seiner berühmtesten Tondichtungen schreibt. Auch Schiller und Goethe leben in Weimar. Über Jahrhunderte hinweg ist die Stadt ein Zentrum für Kunst und Kultur. Nach dem Ersten Weltkrieg wird sie zur Hauptstadt der neuen Deutschen Republik. Doch die Weimarer Republik ist durch politische Konflikte zerrissen, was sich auf die Kunst und alle anderen Bereiche des Lebens auswirkt.
Die Republik besteht bis zur Wahl der NSDAP 1933, woraufhin das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte seinen Anfang nimmt. Johann Sebastian Bach komponiert seine großen Orgelwerke in Weimar. Aber möglicherweise stammt die berühmte Toccata und Fuge in D-Moll gar nicht vom Meister selbst. Die Toccata und Fuge in F-Dur allerdings bezeugt Bachs brillante Technik als Komponist wie auch als virtuoser Interpret. Die evangelisch-lutherische Stadtkirche St. Peter und Paul stammt noch aus dem 15. Jahrhundert. Sie ist eine der vielen Kirchen der Region, in denen auch Martin Luther selbst gepredigt hatte. Bach sitzt oft an der Orgel und zwei seiner Söhne werden hier getauft. Das berühmte Altarbild war 1552 von Lukas Cranach dem Älteren begonnen und 1555 von seinem Sohn Lukas Cranach dem Jüngeren vollendet worden. Den Bezug zum protestantischen Glauben sieht man in der Kreuzigungsszene. Luther selbst taucht unter den Schaulustigen auf. Er war eng mit den Malern befreundet. Auf dem Luther-Triptychon sieht man ihn zunächst als Mönch, dann verkleidet als Junker Georg, als der sich auf der Wartburg versteckt hielt, und schließlich als großen Reformator und Lehrer. Während seiner Weimarer Jahre schreibt Bach einige Kirchenkantaten, darunter ein Stück für den Palmsonntag, Himmelskönig sei willkommen. Er ist nun 30 Jahre alt, ein begnadeter Komponist und immer auf der Suche nach der nächsten Herausforderung. Im Jahre 1717 wird ihm von Prinz Leopold von Köthen eine neue Stelle angeboten. Doch der Herzog von Weimar weigert sich, ihn ziehen zu lassen. Der hitzköpfige Komponist verlangt wohl etwas zu vehement seine Freilassung. Daraufhin lässt ihn Leopold in den Turm seines Weimarer Stadtschlosses sperren. Fast einen Monat lang hält er ihn hier gefangen. Der große Johann Sebastian Bach ist damit vorbestraft und wird vom Herzog unehrenhaft entlassen, was seinem Ruhm jedoch keinen Abbruch tut. In Köthen hatte man bereits begonnen, sein Gehalt auszuzahlen, sodass Frau und Kinder früher aus Weimar abreisen konnten. Bach folgt ihnen nach und begibt sich auf den 150 Kilometer langen Weg in Richtung Norden. Köthen in Sachsen-Anhalt ist heute eine lebendige Universitätsstadt. Viele Gebäude aus der Epoche Bachs sind erhalten. Auch hier in der Jakobskirche aus dem 15. Jahrhundert erklingen seine Kantaten. Schloss Köthen ist bei seiner Ankunft 1717 erst wenige Jahrzehnte alt. Bach schätzt Fürst Leopold von Köthen sehr. Er ist vielleicht der einzige seiner Arbeitgeber, den er wirklich respektiert. Der Fürst, so sagt er, habe eine Ahnung von Musik. Ein großes Lob aus seinem Munde. Die Stellung in Köthen unterscheidet sich von allen anderen, die Bach zuvor innegehabt hatte. Hier wird zwar auch Kirchenmusik von ihm verlangt, Schwerpunkt aber ist ein anderer. Bach schreibt Kammermusik, Orchesterwerke, weltliche Kantaten. Am Hofe Leopolds stehen ihm bis zu 20 Musiker zur Verfügung. Der Musik nachzuurteilen, die Bach für sie schreibt, müssen sie erstklassige Interpreten gewesen sein. In den Jahren in Köthen entsteht eines der berühmtesten Orchesterwerke der Musikgeschichte, die Brandenburgischen Konzerte. Bach schickt die Partitur 1721 an Christian Ludwig, Markgraf von Brandenburg. Einige Teile hat er wohl schon früher komponiert. Jetzt widmet er das komplette Werk dem Markgrafen.
Alles, was er schrieb, war, in seinen Worten, zu Gottes Ehren. Ich bewundere seine Orchestermusik, vor allem die brandenburgischen Konzerte. Sie entstanden recht früh in seiner Karriere und wurden von einem wohlhabenden Adligen in Auftrag gegeben, der einfach nur schöne Orchestermusik hören wollte. Und so machte sich Bach ans Komponieren. 6 Konzerte sind es insgesamt und jedes setzt neue Maßstäbe. Sie machen Freude von der ersten bis zur letzten Note. Besonders gefällt mir die Piccolo-Trompete in den hohen Tonlagen. Die Musik tröstet einen, wenn man niedergeschlagen ist. Man wird beim Hören schnell wieder glücklich. Zu den weiteren Glanzstücken aus Köthen zählen 6 monumentale Werke für Solovioline. 3 Sonaten und 3 Suiten. Die anspruchsvollsten Werke ihrer Art. Mein Lieblingskomponist? Bach. Für die Geige gibt es kein besseres Repertoire. Wenn man der letzte Mensch auf der Welt wäre und Geiger, dann könnte man den Rest seiner Tage einfach damit verbringen, alleine Bach zu spielen. Maria Barbara Bach bringt in Köthen ein 7. Kind zur Welt. Es ist ein Zeichen für die Verbundenheit zwischen Bach und Leopold, dass sein adeliger Arbeitgeber Pate wird. Bach nennt den Jungen Leopold Augustus. Leider stirbt er nur 10 Monate später. Weitere Tragödien folgen. 1720 erfährt der Komponist bei der Rückkehr von einer Reise, dass seine Frau tot und bereits begraben ist. Maria Barbara wird nur 35 Jahre alt. Johann Sebastian, ebenfalls 35, hat nun 4 Kinder unter 12 Jahren zu versorgen. Seine Schwägerin kann ihn im Haushalt unterstützen. Aber es wird erwartet, dass Bach wieder heiratet, und zwar bald. Man weiß nicht, wann er Anna Magdalena Wilke, 16 Jahre jünger als er, kennenlernt. Sie ist Hofsängerin in Köthen und ihrerseits eine begabte Musikerin. Die beiden heiraten im September 1721, 18 Monate nach dem Tod von Maria Barbara. Anna Magdalenas musikalische Begabung reicht weit über ihren Gesang hinaus. Sie wird sofort in den Musikbetrieb im Hause Bach mit einbezogen und fertigt Abschriften seiner Partituren für Musiker und Sänger an. Auch die Kinder sind schon bald eine Hilfe. Es gibt einen ganz intimen Hinweis auf die musikalische Verbindung zwischen Johann Sebastian und seiner zweiten Frau. Kurz nach der Heirat beginnt Bach sein Klavierbüchlein für sie zu schreiben. Er verfasst kurze Übungsstücke und auch sie fügt kleine Stücke hinzu, die die Kinder im Laufe der Jahre komponieren. Der als Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach bezeichnete Band ist der erste einer Reihe von musikalischen Familienalben. Sie bieten einen Einblick in die Welt dieser Familie, die 24 Stunden am Tag für die Musik lebt. Etwa zur selben Zeit vollendet Bach einen Satz von 24 Klavierstücken, Präludien und Fugen in allen Dur- und Molltonarten. Frühe Versionen dieser Stücke erscheinen in Anna Magdalenas Büchlein. Der letzte Band, das wohltemperierte Klavier, wird noch heute im Klavierunterricht verwendet. Bachs hervorragende Beziehung zu Leopold währt nur bis zur Heirat des Prinzen. Die neue Fürstin hat keinerlei Interesse an Musik und setzt alles daran, die enge Bindung zwischen ihrem neuen Gemahl und seinem Hofkomponisten zu zerstören. Und so muss sich Bach erneut auf Arbeitssuche begeben. In Leipzig tut sich eine neue Stelle auf.
Die Stadt ist bereits ein bedeutendes Zentrum der Musik und wird auch später noch mit vielen großen Namen wie Mendelssohn, den Schumanns und Wagner in Verbindung gebracht werden. Auch eines der weltweit größten Orchester, das Gewandhausorchester, wird hier 1781 gegründet. Zu Bachs Zeiten ist der wichtigste musikalische Posten in Leipzig der des Thomaskantors. Als Angestellter des Rathauses ist er verantwortlich für die Musik in den vier großen Gotteshäusern der Stadt: Thomaskirche, Nikolaikirche, Matthäikirche und Peterskirche. Für die Matthäi- und Peterskirche reichen einfache Choräle und Orgelmusik. Für die Thomas- und Nikolaikirche aber werden Kantaten und aufwendige Gesangswerke verlangt. An Festtagen und fast jedem Sonntag muss Bach in einer der beiden Hauptkirchen eine Kantate aufführen. Seine Stellung beinhaltet auch die Leitung des Knabenchors und die Rekrutierung neuer Orchestermusiker. Außerdem ist er für die Instandhaltung der Orgeln in den vier Kirchen verantwortlich. Dazu kommen Aufträge von der Stadt, Musikstücke für Feste und andere Anlässe zu komponieren. Bach war unter den Bewerbern für die Stelle in Leipzig keineswegs die erste Wahl des Rates gewesen. Einige Mitglieder hatten Bedenken, seine Kirchenmusik könne zu theatralisch sein. Bach wiederum betrachtet seinen Posten als gesellschaftlichen Rückschritt und hat wenig Respekt vor seinen Arbeitgebern. Oft kommt es zu Streitigkeiten. Aber hier in Leipzig komponiert Bach eine unglaubliche Menge an Musikstücken. Seine früheren Anstellungen waren relativ kurz, aber jetzt wird er die nächsten 27 Jahre bis zu seinem Tod in der Stadt bleiben. In seinem ersten Jahr in Leipzig schreibt Bach eine große Kantate für den ersten Sonntag nach Pfingsten. Sie wird am 30. Mai 1723 uraufgeführt und ist der Beginn eines der eindrucksvollsten Projekte der Kirchenmusik. Ich erinnere mich, dass ich so etwas wie eine Pilgerreise nach Leipzig unternahm, um zu sehen, wo Bach all die Jahre gelebt und gearbeitet hat. Ich wollte mit meiner Frau in die Thomaskirche und stand plötzlich vor dieser außergewöhnlichen Bach-Statue. Sie ist erstaunlich, mehr als lebensgroß. Bach trägt sehr formelle, höfische Kleidung. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass ein Knopf seiner Weste geöffnet ist. Warum? Weil der Bildhauer uns zeigen will, dass sich Bach nicht um sein Aussehen scherte. Es ging ihm nur um seine Musik. Bach sieht seine Aufgabe als Thomaskantor darin, geordnete Kirchenmusik zu schaffen, als Vorlage für alle lutherischen Kirchenkomponisten. Zu diesem Zweck schreibt er ganze Sammlungen von Kantaten, eine für jeden Tag des Kirchenjahres. Das bedeutet, für die meisten Sonntage und alle wichtigen Feiertage. Insgesamt besteht ein Zyklus aus etwa 60 Kantaten. In seinem ersten Jahr in Leipzig führt Bach fast jede Woche eine neue auf, wobei längere Kantaten über 40 Minuten dauern können. Es ist eine hektische Zeit. Montag und Dienstag komponiert Bach die neue Kantate. In den folgenden Tagen werden die Partituren für alle Interpreten kopiert. Freitags, zur Not auch samstags, wird geprobt. Und am Sonntag ist die Aufführung. Vormittags in der Thomaskirche und nachmittags in der Nikolaikirche. Die nächste Woche umgekehrt. Liegen Feiertage dazwischen, verdoppelt sich das Pensum, sodass Bach oft vorarbeitet. Er muss akribisch planen, um für jeden Gottesdienst die passende Musik zu liefern. Bachs Chor besteht ausschließlich aus männlichen Stimmen. Sopran und Alt singen die Knaben aus der Thomasschule,
Tenor und Bass, ältere Schüler oder Studenten der Universität. Auch die Musiker sind überwiegend Studenten. Selbst die Solopartien, einige der komplexesten Gesangssätze seines Repertoires, werden von Mitgliedern des Chores gesungen. Bach bildet sie alle aus. Nur so kann das Ergebnis seinen Erwartungen gerecht werden. Doch Bachs Vertrag mit den Leipziger Behörden beinhaltet weit mehr als nur die musikalische Leitung der Gottesdienste. Er unterrichtet an der Schule, liefert auf Abruf Musik für Hochzeiten und Beerdigungen, wofür er zusätzlichen Lohn erhält, und komponiert für besondere Anlässe wie königliche Geburtstage oder Ratseinweihungen. Oft gibt es Streit über die Anzahl der ihm zur Verfügung stehenden Sänger. Einmal beklagt er sich in einem Brief bei seinen Arbeitgebern, dass sein Einkommen durch den Rückgang der Zahl der Beerdigungen drastisch gesunken sei. Nach Beendigung seines ersten Kantatenzyklus beginnt Bach sofort mit der Fortsetzung. Auch der zweite Teil ist bemerkenswert. Fast jede Kantate basiert auf einem Kirchenlied Luthers. Die Musikstücke des dritten Zyklus decken etwa die Hälfte der erforderlichen Gottesdienste ab, sodass Bach 1725 genug Kantaten hat, um alle Sonn- und Feiertage zu bestreiten. Daraufhin beruhigt sich das frenetische Tempo des Komponierens und Vervielfältigens. Aus der Zeit danach sind nur wenige Kantaten erhalten. Man weiß nicht, ob Bach noch eine weitere Fortsetzung geplant hatte. Wir hätten gerne jede Woche eine neue Kantate, Herr Bach. Bach ging darauf ein und er war ein so genialer Komponist, dass die Kantaten nur so aus ihm hinausströmten. Wie sah Bach aus? Das einzige bekannte Porträt stammt von Elias Hausmann. Auf der Originalversion von 1746 ist Bach 61 Jahre alt. Sie ist im Besitz der Leipziger Thomasschule und im Museum ausgestellt. Zwei Jahre später malt Hausmann eine Kopie, die sich heute in einem besseren Zustand befindet als das Original und im Bach-Archiv in Leipzig zu sehen ist. Das Bach-Archiv wurde 1950 gegründet. Das Museum und das gesamte Gebäude wurden 2010 restauriert und neu gestaltet. Wir hatten die Gelegenheit, das ursprüngliche Gebäude mit einem Anbau zu erweitern und so eine völlig neue Ausstellungsfläche zu entwickeln. In der Zeit von Johann Sebastian Bach war das Gebäude, in dem sich heute der hintere Teil des Museums befindet, das Haus seiner Freunde, der Familie Bose, wohlhabender Kaufleute. Hier im Garten können unsere Besucher über Johann Sebastian Bach und seine Musik reflektieren und sich zwischendurch ausruhen und entspannen. Das war uns wichtig. Und der Garten ist einfach wunderbar. Wir haben hier so viele Empfänge, die Leute fotografieren, und das ist ein Ort, um über Johann Sebastian Bach und seine wunderbare Musik nachzudenken. Leipzig ist eine Musikstadt und Bach ist zweifellos der wichtigste Musiker, den wir hier haben. Leipzig ist die Bachstadt. Und der Platz hier vor unserem Museum, der Thomasplatz, ist der wichtigste Ort für Bachliebhaber der ganzen Welt. Hier komponierte er 27 Jahre lang seine Musik. Hier lebte er und führte seine Werke direkt gegenüber in der Thomaskirche auf. Wir sind hier also an einem wirklich authentischen Ort im Leben Bachs. Für den Karfreitag 1724, den Nachmittagsgottesdienst in der Nikolaikirche, komponiert Bach ein dramatisches Oratorium. Er vertont die Passionsgeschichte Jesu, vom letzten Abendmahl bis zur Kreuzigung, wie sie im Johannesevangelium erzählt wird.
Die Johannespassion ist ein dunkles, tragisches Werk. Es zeigt, dass Bach ganz gewiss nie die Absicht hatte, seine Theatralik zu mildern, um dem Stadtrat zu gefallen. Bach hat die Johannespassion im Laufe der Jahre in Leipzig mehrmals überarbeitet und ihr neues Leben eingehaucht. 1727, als sich das Tempo seiner Kantatenproduktion verlangsamt, entsteht die Matthäuspassion, ein Werk von gewaltigem Umfang. Fast 3 Stunden Musik, 6 Gesangssolisten, 2 Orchester und 2 Chöre. Die Matthäus-Passion hat hochdramatische Momente, ist aber im Großen und Ganzen meditativer und intimer als die leidenschaftlichere Johannes-Passion. Die beiden Passionsvertonungen Bachs gehören zu den meist aufgeführten Chorwerken der Welt. Die beiden Passionen, Johannes und Matthäus, sind so bekannt. Die Johannespassion ist ein ziemlich frühes Werk von Bach. Er war nie richtig damit zufrieden, auch nicht, nachdem er es immer wieder umgeschrieben hatte. Er kam immer wieder darauf zurück. Die Fassung, die wir jetzt hören und vielleicht für perfekt halten, ist das Ergebnis vieler Jahre des Umschreibens. An der Matthäus-Passion hingegen, die später folgte, änderte Bach kaum mehr etwas. Er wusste, dass sie ihm gleich beim ersten Mal gelungen war. Anna Magdalena Bach bringt in ihrer Ehe mit Johann Sebastian 13 Kinder zur Welt. Die hohe Kindersterblichkeit jener Zeit führt leider dazu, dass viele von ihnen vorzeitig sterben. 2 Söhne werden ebenfalls Komponisten. Johann Christoph Friedrich Bach, ein Zeitgenosse Haydns, dessen Musik es verdient hätte, bekannter zu sein. Und Johann Christian Bach, der jüngste Sohn der Familie. Er ist bekannt als der Londoner Bach. Er bricht in vielerlei Hinsicht mit der Familientradition, wird Katholik in Italien und macht dort und in England Karriere als Opernkomponist. Johann Christian Bach wird auch wichtigen Einfluss auf den jungen Mozart haben. Johann Sebastian Bach erfüllt den Rest seines Lebens die Pflichten als Thomaskantor. Mit Anfang 60 lassen seine Gesundheit und sein Sehvermögen nach. Die letzten 2 Kompositionen sind weitere Höhepunkte seiner Kunst. Die Kunst der Fuge zeigt Bachs unübertroffene Meisterschaft in der kontrapunktischen Musik. Eine Reihe von Fugen, die alle auf derselben Melodie basieren. In seiner letzten Komposition konzentriert sich sein herausragendes Können als Kirchenmusiker. Die H-Moll-Messe vereint Musik aus Bachs gesamter Schaffenszeit und dokumentiert sein Streben nach geordneter Kirchenmusik.
Johann Sebastian Bach stirbt im Juli 1750 mit 65 Jahren in Leipzig. Er wird auf dem Friedhof der Johanneskirche beigesetzt, wo bereits viele seiner Kinder begraben sind. Anna Magdalena Bach wird ihm 10 Jahre später folgen. Es erscheint uns heute unvorstellbar, aber bereits in seinen letzten Lebensjahren gerät Bach in Vergessenheit. Nur wenige erinnern sich noch an ihn und seine Musik. Der Musikgeschmack ändert sich Mitte des 18. Jahrhunderts. Bach ist ein alter Hut. Es bedarf eines 20-jährigen Genies namens Felix Mendelssohn, um Bach 1829, fast 80 Jahre nach seinem Tod, mit einer Aufführung der Matthäus-Passion in Berlin wieder ans Licht zu bringen. Die Wiederentdeckung Bachs ist eine Geschichte für sich, die der Welt sein großes künstlerisches Erbe zurückgibt. Nachdem das Interesse an Bach wieder erweckt ist, werden seine sterblichen Überreste exhumiert und 1900 in einem steinernen Sarkophag unter der Johanneskirche in Leipzig beigesetzt. Bei einem Bombenangriff 1943 wird der Friedhof mit den Gräbern von Anna Magdalena und ihren Kindern zerstört. Die sterblichen Überreste Bachs unter der Kirche bleiben unversehrt. Am 28. Juli 1950, seinem 200. Todestag, werden sie in ein neues Grab in der Thomaskirche überführt. Bis heute ein Wallfahrtsort für Musikliebhaber. Heute zieht das Leipziger Bachfest jedes Jahr bis zu 75.000 Menschen in die Stadt. 10 Tage lang wird der Musiker mit Konzerten und Gottesdiensten gefeiert. Selbst als Leipzig noch Teil der DDR ist, finden hier schon Bachfeste statt. Das erste im Jahr 1950. Zur Eröffnungsnacht singt der Thomaner Chor in der Thomaskirche. Sie ist bis auf den letzten Platz mit Bachpilgern aus aller Welt gefüllt. Später am Abend gibt es weitere Bachaufführungen auf dem Marktplatz. Dem Platz, über den Bach als Thomaskantor jeden Sonntag zwischen Thomas- und Nikolaikirche hin und her eilte. So feiern Leipzig und die Welt jedes Jahr im Juni das musikalische Genie Johann Sebastian Bach.